Und sonst? Was sonst? Nichts. Gehen wir zum Essen. Emily! Zu dritt gingen wir in Levis Taverne, wo der Kellner Al Roach unter zahlreichen Verbeugungen zu einem Tisch brachte, an dem wir Platz nahmen. Nach und nach gesellten sich einige Leute von Al Roachs Stab zu uns, und die Gespräche, die sie führten, waren der vollendetste Stumpfsinn, den ich je gehört habe. Nur ein einziges Mal gelang es mir, ein vertrauliches Wort mit Emily zu wechseln. Ich werde also am Montag nach New York gehen. Hast du es dir überlegt, ob du mitkommst, Emily? Ja, wahrscheinlich komme ich mit. Ist das wahr? Ja, und dein Vater? Ach, um ihn brauchen wir uns nicht zu sorgen. Er hat einen guten Ausweg gefunden. In Glendale lebt eine nette Witwe, die er seit langem kennt. Er hat ihr freie Wohnung, Verpflegung und ein kleines Gehalt versprochen, wenn sie ihm den Haushalt führt. Sie ist einverstanden. Ja, aber das ist ja großartig. Trotzdem habe ich Angst. Nicht davor, deine Frau zu werden, sondern vor heute Abend.